wir noch ein paar Minuten, oder? Nee, lass mal, ja. Es ist wirklich schon verdammt spät. Nur im kleinen Rahmen. Hast du das gehört, Clarissa? Julia will auf das Fest ihres Lebens verzichten. Hochzeitskleid, Kirche, Kutsche, Blumen, Ballnacht, alles futsch. Wenn du Kummer mit Julia hast, darfst du nicht Sophie dazu benutzen, dass sie dich tröstet. Ja, ich weiß. Oliver, jetzt reiß dich endlich zusammen. Vor so einer Niederlage, da geht doch die Welt nicht unter. Ja, klar geht davon die Welt nicht unter. Aber Schwimmen ist nun mal das Einzige, was ich kann, was ich wirklich kann. Mein Trainingsplan für die nächsten 4 Wochen. Du machst wieder Pläne? Was ist passiert? Nicht viel. Danke. Du hast mich nur daran erinnert, dass ich ein Siegertyp bin. Lass mal sehen. Ach nee. Wenn du den Trainingsplan so durchziehen willst, haben wir überhaupt keine Zeit mehr füreinander. Kannst du schon lesen? Mhm. Gut, dann ist der Plan richtig. Ja, sie wirklich an. Alles gedacht. Du, ich liebe dich. Wirklich? Wirklich. Du, für das, was ich mir vorgenommen habe, brauche ich eine Massekraft. Und die kriege ich einfach nur durch dich. Das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden. Oliver, das hört sich richtig fantastisch an. Gib mir mal einen Kuss. Hi. Ja? Hey, was ist denn das für eine Begrüßung? Bist spät dran. Hattest du heute viel zu tun? Ja, das kann man wohl sagen. Außerdem ist mir noch was total Peinliches passiert. Ich bin dem Gast auf die Straße gefolgt. So richtig hinterhergelaufen, weil ich dachte, er hätte die Zeche geprellt. Aber er hatte das Geld nur auf die Theke gelegt. Hm, bisschen peinlich. Naja, kann ja mal passieren. Auf jeden Fall bin ich ziemlich kaputt. Wie ist mit einem schönen Abend, ne, wir zwei? Ja, sonst gern, aber ich dachte, wir kochen heute Abend für Fiona. Und spielen anschließend eine Runde Skat. 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 Ja. Wir haben so lange nichts mit Fiona zusammen gemacht. Also, du spielst doch mit, oder? Wenn du willst, dann lasse ich dich auch gewinnen. Nicht nötig. Als Skatbruder bin ich immer noch unschlagbar. Dieses Kleid ist wirklich unglaublich. Ägyptische Seide und nicht einfach messerisierte Baumwolle. Schaut es euch an. Ist das nicht ein bisschen zu lang? Es hat durchaus Stil. Ägyptische Seide. Vielleicht siehst du den Unterschied nicht, aber du fühlst ihn. So ein Aufwand für einen einzigen Tag. Für den wichtigsten Tag deines Lebens, Liebes. Hm. Ja, das Kleid ist schon edel. Dann schau dir das erstmal an. Ich habe mit dem Pfarramt gesprochen. Der Termin geht in Ordnung. Die Hochzeit kann in der Kapelle stattfinden. Ja, das ist wohl das Mindeste. Mhm. Seit Generationen heiraten die von Anstettens in der Kapelle in Friedenau. Also der Ausschnitt ist ja besonders vorteilhaft für meinen Hals. Na, so einen Schwanenhals hast du auch nun wieder nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich ihn auch noch betonen muss. Die Pailletten sind ein bisschen ätzend. Mhm, finde ich auch. Kinder, das sind doch alles Detailfragen. Überlass das doch Barbara. Bist du dir wirklich sicher, dass Barbara das Kleid noch entwerfen will? Ich meine, ich war ja wirklich unfair zu Gero. Aber natürlich wird Barbara das Kleid entwerfen. Sie weiß schließlich, was sich gehört. Wow, Julia, schau dir dieses Kleid an. Sowas hast du noch nicht gesehen. Ja, das ist es echt. Nicht mal Grace Kelly hat sowas getragen.
Du bist ja ziemlich gut gelaunt. Mhm. Kann man wohl sagen. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe heute mit deinem Onkel gesprochen. Du weißt ja, er ist Buchhalter und hat eine ziemliche Ahnung, wie man Geld anlegt. Er meinte, wenn die Lebensversicherung ausgezahlt wird und man es geschickt anstellt, könnte man fast von den Zinsen leben. Ist denn das so wichtig? Weißt du, was das heißt? Mit diesem Geld könnten wir sorgenfrei leben, möglichst weit weg von hier und irgendwo neu anfangen. Im Ausland zum Beispiel. Und was wird dann aus dem Fitnessstudio? Ach, da finden wir schon eine Lösung. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, dass ich vielleicht gar nicht weg möchte von hier? Anna, wer sagt denn, dass du weg sollst von hier? Aber wir haben jetzt einfach mehr Möglichkeiten und darum geht's. Ah ja. Was hast du denn? Ich komme da nicht mehr mit. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kannst du plötzlich an dein Leben möglichst weit weg von hier denken, nach all dem, was passiert ist? Jeder hat doch seine Sehnsüchte und Träume. Und ich habe das Gefühl, jetzt könnte es endlich mal Wirklichkeit werden. Ich denke, ich hätte es verdient. Na, Flori? Bist du wieder damit beschäftigt, das Böse zu besiegen? Keine Ahnung. Ach, sag mal, du spielst ja, als ging es um dein Leben. Ist bloß ein Spiel. Und im wirklichen Leben ist es manchmal ganz schön hart, die Bösen zu catchen. So? Woher hast du denn die Weisheit? Tja, man macht so seine Erfahrungen, nicht? Willst du mir von den Erfahrungen was erzählen? Glaubst du mir das sowieso nicht? Das ist eine Behauptung. Worum geht's denn? Um Anna. Sie spricht nicht mehr mit mir. Wegen Jan? Na klar. Du musst versuchen, sie zu verstehen. Dein Bruder wird beschuldigt, ihren Vater ermordet zu haben. Das ist eine schwierige Situation für Anna. Das macht mich total fertig. Ich dachte immer, sie hält zu mir. Wobei? Du musst mir versprechen, dich zu halten, ja? Versprochen. Also, Anna und ich, wir haben herausgefunden. Ah? Verschwörer unter sich? Na? Was heckt ihr beiden denn schon wieder aus? Ah. Das ist mein Vater auf Merkur. Einem Wallach, den er sehr geliebt hat. Der war ein echter Pferdenau. Dann habe ich das ja von euch beiden geerbt. Als Kind hat mich dein Großvater jeden Samstagmorgen mit hierher in die Bibliothek genommen. Und da haben wir in alten Büchern geblättert. Und dann hat er mir wunderschöne Geschichten vorgelesen von Feen und Hexen und Zwergen. Och, es war fantastisch. Das war für mich das Schönste. Diese Samstage. Ich hoffe, dass ich diese Tradition eines Tages mit meinen Enkeln fortsetzen kann. Mhm. Wer ist das denn hier? Das sind meine Urgroßeltern mütterlicherseits. Selbst auf dem Foto sieht man, dass sie sich sehr geliebt haben. In unserer Familie hat es eigentlich nur glückliche Ehen gegeben. Denkst du, Gero und ich sind genauso glücklich? Du bist dir immer noch nicht ganz sicher, was? Mhm. Julia, du weißt, wie sehr mir dein Glück am Herzen liegt. Wenn dich irgendetwas bedrückt, dann sag's mir. Und das seid ihr. Ein wunderschönes Paar. Hm, das sind wir hoffentlich immer noch. Deine Mutter ist im Laufe der Jahre immer schöner geworden. Manchmal denke ich, sie ist nicht ganz von dieser Welt. So schön ist sie. Naja, ich habe schon großes Glück mit meinen beiden Mädchen. Julia, was hast du denn? Ich weiß nicht. Die Fotos machen mich so sentimental. Und es ist bestimmt nichts mit Gero? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich will Gero heiraten.
auch so nicht weitergehen. Das ist aber nicht meine Schuld. Darum geht's doch gar nicht. Ich habe Mist gebaut und tut mir auch schrecklich leid, aber wir haben uns da was reingesteigert und da müssen wir jetzt wieder raus. Ach. Bitte. Also gut. Ja, was passiert? Guten Tag, Oliver. Guten Tag, Frau Conrad. Ich bin hier, um reinen Tisch zu machen. Ah ja, ich verstehe. Ich habe mich hier ein bisschen umgesehen und das Studio scheint gut in Schuss zu sein. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ein Angebot? Wie mir scheint, ist die Kundschaft im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ja, das ist schön, sorry. Das heißt, Sie wollen verkaufen? Nee. Wieso soll ich verkaufen, wenn das Studio so professionell geleitet wird? Ich danke Ihnen für das Kompliment. Oliver, es ist doch so. Dein Engagement bringt mir gutes Geld, ohne mich dabei großartig anzustrengen. Deshalb habe ich mir überlegt, dir eine Partnerschaft anzubieten. Eine Partnerschaft? Ist das Ihr Ernst? Natürlich. Sieh es als Zeichen eines Neubeginns. Naja. Und der Haken? Es gibt keinen Haken. Was gibt's noch zu überlegen? Eigentlich nichts. Ich schätze, da kann ich nicht Nein sagen. Lass uns das nochmal durchgehen. Also, da wären die Briefe. Aus dem wird klar, dass dein Vater was mit dieser Eva hatte. Deine Mutter kannte die Briefe und wusste von dem Verhältnis. Außerdem ist sie in Evas Wohnung gewesen. Kurz bevor die verschwunden ist. Weißt du noch was Komisches? Meine Mutter hat plötzlich so Wahnsinnsideen. Sie möchte so schnell wie möglich weg von hier und im Ausland leben. Ja, und dann wird die Versicherung von meinem Vater bald ausbezahlt und das scheint eine ganze Menge zu sein. Aha. Tja, also im Moment scheint deine Mutter tatsächlich die Einzige zu sein, die ein Motiv hätte. Ist dir eigentlich klar, was du da sagst? Ja, schon. Du siehst nun mal aus. Jan hätte doch überhaupt kein Motiv gehabt. Er hat seinen Vater einmal gesehen. Deine Mutter hingegen wusste von dem Verhältnis. Und dann die Lebensversicherung. Das ist mir schon klar, aber ich kann da doch jetzt nicht einfach hingehen und meine Mutter bei der Polizei anzeigen. Das verstehe ich doch. Das Problem ist nur, die Bullen jagen ihn unschuldig. Und das ist zufällig mein Bruder. Und wenn ich mit meiner Mutter spreche? Nee, lass uns nichts Voreiliges tun. Florian, ich habe Angst. Wovor? Ich habe Angst vor dem, was wir herausfinden könnten. Ich wollte Julia diesen Ring schenken. Altes Familienerbstück. Da steht eurem großen Abend ja nichts mehr im Wege. Ich habe bei Paolo den besten Tisch reservieren lassen. Danke, Henning. Lässt du mir heute Abend mal eine ruhige Minute, dass ich Julia das Geschenk überreichen kann? Ja, du kriegst schon deine ruhige Minute. Und jetzt guck nicht so bedeppert, dafür gibt's überhaupt keinen Grund. Glaubst du, da wird Julia gefallen? Tja, vielleicht eine Spur zu gediegen, aber ich schätze, sie wird sich freuen. Vielleicht kann man dir Folgendes raten. Wenn dir viel an dem Ring liegt, dann ist es das schönste Geschenk der Welt. So, ich habe mein Rad extra noch mal auf Vordermann gebracht. Hier. Die Nummer vom Zahlenschloss ist 944. Ja, prima, nicht schlecht. Wie ist die Nummer vom Zahlenschloss? 944. Sehr gut. Sei vorsichtig. Bleib in der Küche und verhalte dich so unauffällig wie möglich.
Ich passe schon auf mich auf. Und nichts reden. Je weniger du sagst, umso besser. Genau. Reden ist Silber. Und Schweigen ist Gold, ich weiß, ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Ich stehe doch nur da in der Ecke und schäle Kartoffeln und Zwiebeln. Wir malen uns doch nur aus, was sein kann. Du könntest immerhin erkannt werden. Jetzt machen wir halblang, ja? Du liest so viele Krimis. Das war ein Spaß. Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen nervös. Kannst du mir noch mal verzeihen? Nur wenn du mir einen Abschiedskuss gibst. Na, das müssen wir aber noch mal üben. Eine echte Teilhaberschaft, das ist ja das absolute Überangebot. Das ist mehr, das ist einfach mehr. Na doch, das ist super. Es kommt natürlich jetzt eine Menge Verantwortung auf mich zu. Ja. Kannst natürlich auch sagen, Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das alles nur kriege. Backe, sag ich dir. Mein Vater hat mir schon geraten, ich solle meine Schwimmkarriere durchziehen. Das wirst du schon schaffen. Mhm. Du bist auf dem richtigen Weg. Das sehe ich auch so. Weißt du, ich könnte mich natürlich noch viel besser auf mein Training konzentrieren, wenn du die Buchführung übernimmst. Bitte? Ja, die Buchführung übernimmst. Bitte? Buch wie Buch und Führung. Ja, na klar, na klar. Du, das ist super. Ich sage dir, als Team sind wir zwei unschlagbar. Und dann kann ich auch endlich all die ganzen Sachen praktisch anwenden, die ich an der Uni lerne. Oh ja, während ich uns bei der nächsten Olympiade Medaille Medaille hole. Und aus dem Studium machen wir so ein richtig schmuckes Ding, so mit Spitzensportlern als Gäste. Und die trainieren dann unsere Kunden. Das ist eine klasse Idee. Ich habe so das Gefühl, mit unserem Leben geht's verschärft bergauf. Na, was soll ich jetzt machen? Was? Ja, das ist wirklich molto bescheiden. Ja, ciao! Ah, Peter! Dich schickt der Himmel. Du kannst mir aus der Klemme helfen. So? Ausgerechnet ich? Du machst heute nicht Küchenhilfe. Ich habe heute Abend etwas Besseres mit dir vor. Hier wird man aber schnell befördert. George ist krank, kann nicht zur Arbeit kommen. Und ich habe heute Abend Stammgäste, die will ich nicht enttäuschen. Alles muss wie ein Schnürchen klappen. Picobello! Kannst du nicht ausnahmsweise aushelfen? Als Kellner. Da kannst du zeigen, was in dir steckt. Eigentlich schäle ich lieber Zwiebeln. Ah, Zwiebeln schälen, das habe ich nicht gehört. Das ist ja zum Weinen. Denk an das Trinkgeld. Stammgäste, die sind immer großzügig. Naja, also. Ah, ich wusste, du lässt mich nicht im Stich. Hier, darin wirst du aussehen wie ein richtiger Kellner. Fantastisch. Wo steckt denn dein Bräutigam? Er wird schon kommen, Vanessa. An seiner Stelle hätte ich es auch nicht so eilig. Gero ahnt wohl schon, was ihm blüht. Die Ehe. Die ewige Verdammnis. Klar, so eine Bemerkung musste ja kommen. Macho. Aber unsere Julia konnte es ja einfach nicht erwarten. Eigentlich schade. So jung und schon weg vom Markt. Heiraten ist keine Frage des Alters, sondern möglicherweise ein Zeichen der Reife. Johannes. Und das aus deinem Munde, Vanessa? Hör nicht auf ihn, Julia. Er hat einfach voll die Torschlusspanik. Habt ihr schon ohne uns angefangen? Carla? Beim Shampoo sind wir immer die Ersten. Darf ich vorstellen? Das ist Carla. Carla, meine Schwester Julia. Vanessa von der Stade. Eine Frau mit beeindruckendem Stammbaum. Und Johannes Stettin, ein talentierter Künstler. Und da hinten kommt Gero von Sternig, der Verlobte meiner Schwester. Und wie würdest du Carla beschreiben? Carla ist Model. Damit verdiene ich mein Geld. Eigentlich bin ich Schauspielerin. Lasst uns anstoßen. Paolo wartet mit dem besten Carpaccio der Stadt. Trinken wir auf die Liebe. Bitte noch etwas pathetischer. Auf die ewige Liebe. Auf die ewige Liebe. Arno, Florian! Ich kann jetzt nicht. Was soll das denn bedeuten? Sag mal, ist hier was? Was ist denn los? Naja,
Ich verfolge eine Art heiße Spur. Könntest du dich deutlicher ausdrücken? Ich habe Angst, dass du es Papa sagst. Ich kann auch durchaus was für mich behalten. Also. Ja, also. Wenn Annas Mutter nicht mehr da wäre, also wenn Anna sozusagen allein da stand, könnt ihr dann zu uns kommen? Ja, aber warum sollte Anna auch noch ihre Mutter verlieren? Anna? Was ist mit ihr? Na los. Ich hab doch ihren Namen gehört. Wenn schon. Hab ich dir nicht gesagt, dass du sie in Ruhe lassen sollst? Ihre Mutter will es nun mal nicht? Alles, was ich will, ist Jan helfen. Ihr kümmert euch ja nicht um ihn. Und du schon gar nicht. So ein Blödsinn. Was hat denn das mit Anna zu tun? Hör doch auf. Dachte ich mir doch. Gar nichts. Ich glaube, du steckst noch mitten in der Pubertät. Was soll das denn schon wieder heißen? Das soll heißen, dass du total durchgedreht bist. Weißt du was? Jetzt pick ich ja nicht, warum Susanne abgehauen ist. Es hält doch kein Mensch aus hier. Wieso bist du denn so wütend? Was habe ich dir denn getan? Das kann ich dir sagen. Du hast mich angelogen. Du hast die ganze Zeit von Eva gewusst, und dass sie eine Affäre mit Papi hatte. Und du kennst ihre Briefe. Welche Briefe? Na, die Briefe, die ich gesehen habe. Du warst sogar in ihrer Wohnung, kurz bevor sie abgehauen ist. Woher weißt du das? Wir waren da. Wir? Du und diese Florian? Ja, Florian und ich. Und wir wissen über alles Bescheid. Gar nichts, wisst ihr. Überhaupt gar nichts. Und wenn ich noch einmal erfahren sollte, dass du dich mit diesem Florian rumtreibst, dann setzt's was. Dann wirst du mich von einer anderen Seite kennenlernen. Ist das klar? Ob das klar ist, habe ich dich gefragt. Völlig klar. Buonasera, Contessina. Prego, da questa parte. Der schönste Tisch in meinem Restaurant gehört wie immer ihm. Prego, das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite. Paolo, zwei Flaschen Champagner, presto, per favore. Der Kellner kommt sofort. Ich kann dir besonders halt den Bocca alla Romana empfehlen. Fangen wir doch erstmal bei den Vorspeisen an. Also da könnte ich das Carpaccio empfehlen. Oder Vitello Tonnato. Oder natürlich Frutti di Mare. Oder Acquarelle. Ist köstlich. Paolo überrascht seine Gäste immer aufs Neue.